22 und 23 und 24. Oh Mann. Okay, das war's mit den Liegestützen. Jetzt zu den Kniebeugen. Und 1 und 2 und 3. Ich muss fit werden. Was ist denn? Träume ich jetzt gerade oder? Was ist denn hier schon wieder los bei uns? Und jetzt ziehen wir uns hoch. 1 und 2. Ich hoffe nur, dass das Regal mich aushält. Eieiei, sonst wollen sie immer lange schlafen. Und heute sind sie schon so früh wach. Aber natürlich. Also, das kommt doch aus Julians Zimmer. Und 2 und 3. Julian, was wird das? Was machst du? Machst du etwas Sport? Warum bist du so früh wach? Papa, heute ist doch Montag. Heute ist das Wildcamp. Und wahrscheinlich machen wir eine richtig sportliche Challenge. Und ich muss fit werden. Oh toll, jetzt bin ich umgefallen wegen dir. Normalerweise war der Plan 20 Sekunden Kopfstand. Aber nein, das waren jetzt nur 10. Und Papa, kannst du mich jetzt bitte in Ruhe lassen? Ich muss doch einiges hier durchziehen. Mein Trainingsplan ist wirklich straff und das muss ich auch durchziehen. Ja, ist ja gut. Ich lasse dich in Ruhe. Na, das war's wohl mit meinem Ausschlafen heute. Hanna, stehst du dann bitte auf? Oh nein, nicht aufstehen, Papa. Noch 5 Minuten. So, und jetzt noch ein paar kurze Sprints zum Badezimmer und wieder zurück. Oh, ich bin mal wieder so müde, aber ich muss ja zur Schule. Ich krieg die Augen noch gar nicht richtig auf. Erstmal ins Badezimmer gehen. Hey, weg da! Ja? Das ist meine Bahn! Was ist los, Julian? Wo kommst du denn so schnell her? Oh. Ich mache hier kurze Sprints und naja, du bist ja voll in den Weg gelaufen. Na egal, ich mach mal weiter. Ich muss zurück in mein Zimmer. Ich glaube, das muss ich nicht verstehen. Warum macht Julian hier kurze Sprints am Morgen? Ach ja, heute ist ja wieder das Wildcamp. Ach, stimmt, dann sehe ich ja Philipp auch gar nicht in der Schule. Julian, warte mal gerade. Oh, nee, nicht du schon wieder. Ich kann gerade nicht. Ich trainiere. Darum geht's ja. Also du siehst ja heute Philipp im Wildcamp und ich sehe ihn ja leider nicht in der Schule. Kannst du ihn bitte von mir ausrichten, dass ich ihn ganz doll lieb hab? Ist das gerade dein Ernst? Nein, werde ich nicht machen. Ja, Julian, dann wünsche ich dir mal viel Erfolg heute. Also das Training sollte sich ja lohnen, denn ich fand's heute Morgen richtig nervig. Ich hoffe, das passiert nicht öfters. Ich bin topfit. Ich wette, heute kommt was Sportliches. Ach, Julian, gut, dass ich dich noch erwische. Also kannst du Philipp dann bitte ausrichten, dass wir uns vielleicht morgen verabreden können und dass ich ihn lieb hab? Nein, ich werde dir nicht sagen, dass ich ihn lieb hab. Also du ihn lieb hast. Nein, kommt nicht in Frage. Ich muss jetzt los. Ich muss mich konzentrieren. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wildcamp. Sie konnten in der letzten Woche abstimmen, welche Challenge heute hier bei uns drankommt. Welche Challenge müssen unsere Teilnehmer bestehen? Und es ist etwas sehr Spannendes dabei rausgekommen und Franzi bereitet das Ganze gerade schon vor. Hey Raoul, ich wäre dann soweit. Ich habe alles vorbereitet. Und ich muss sagen, die Challenge wird echt heftig. Also ich würde das alles nicht essen. Und wie ich sehe, sind unsere Teilnehmer auch schon da. Dann kann's ja losgehen. Wann geht's los? Ich bin schon richtig aufgeregt. Naja, also ich bin nicht aufgeregt. Ich habe mich richtig vorbereitet zu Hause. Ich habe mich warm gemacht. Also das wird klappen heute, ohne Frage. Warm gemacht? Also wer sagt denn, dass irgendwas Sportliches drankommt? Das wissen wir doch noch gar nicht. So, dann will ich mal unsere lieben Kandidaten abholen. Die sitzen alle hier vorne. So, Kinder, kommt mit. Wir gehen jetzt gemeinsam dort drüben hin und da hat Franzi schon eine tolle Challenge für euch vorbereitet. Ja, es kann losgehen. Ja, sie sind bereit. Und jetzt werde ich euch auch mal verraten, was für eine Challenge das ist. Eine ekliges Essen-Challenge. Warte mal. Also, ich dachte, ekliges Essen? Ich dachte, was mit Sport heute? Oh, toll. Ja, ihr habt richtig gehört. Heute warten ganz tolle Mahlzeiten auf euch. Also, naja, so toll werden die, glaube ich, nicht. Hier unter diesen Körben sind verschiedene Sachen für euch versteckt. Jeder kann sich jetzt gleich einen Platz aussuchen und dann geht es los. Ach, hallo liebe Teilnehmer, ich möchte euch auch nochmal schön begrüßen. Ihr wisst ja, ich bin die Franzi Fröhlich. Hallo Franzi Fröhlich. Naja, ich nehme mir diese Box hier. Also, wie ich sehe, hat sich jeder Teilnehmer einen Korb ausgesucht. Dann könnt ihr das jetzt öffnen und schauen, was da drunter ist. Eine Frage, also was soll denn darin eklig sein? Das ist doch eine normale Pizza, oder nicht? Naja, also bei mir sieht das nicht wie eine normale Pizza aus. Bei mir ist noch was drauf. Was ist das denn? Ein Spiegelei oder was? Hm? Das hast du richtig erkannt, Julian. Aber das ist kein normales Spiegelei. Das ist ein gammeliges Spiegelei. Also das ist schon schlecht. Sag mal, wollt ihr mich vergiften oder was? Das ist ja super eklig. Das kann doch keiner essen. Oh, wenn ich jetzt so genau drauf gucke, bei mir sind Würmer drauf. Wie eklig ist das denn? Und jetzt sehe ich ja erstmal, wie heißen nochmal diese Dinger? Grillen oder Kakerlaken oder... Also ich glaube, meine ist eine ganz normale Pizza, Salami-Pizza, oder? Ich kann doch essen.
Ja, ganz genau. Einer pro Runde hat immer etwas ganz Normales. Und in dieser Runde ist das Philipp. Du hast Glück gehabt. Oh, ich finde das zwar super eklig, aber ich will auf jeden Fall gewinnen. Ich werde einfach reinbeißen. Oh. Also ganz im Ernst, ich esse keine Pizza mit Würmern. Auf keinen Fall. Das heißt doch jetzt aber, dass ich auf jeden Fall eine Runde weiter bin, oder? Da habe ich ja Glück. Boah, ist das eklig, aber ich will auch nicht rausfliegen aus dem Wildcamp. Ich muss das irgendwie schaffen. Oh, wow, das hätte ich niemals gegessen. Wow, Julian. Also, alle bis auf Adrian haben auf jeden Fall ein bisschen von der Pizza gegessen. Das heißt, ein Punkt für Ella, 0 Punkte für Adrian, ein Punkt für Philipp und ein Punkt für Julian. Boah, ich muss mich erstmal hinsetzen. Also, das war super eklig, aber ich kenne ja Spiegeleier vom Papa. Die waren auch schon mal vergammelt. Also, dass ich jetzt hier 0 Punkte bekomme, finde ich schon ganz schön hart. Also, das sehe ich jetzt irgendwie auch nicht ein. Tja, so sind die Regeln. Also, wer etwas davon isst, bekommt einen Punkt. Wer nicht, der nicht. Naja, dreht euch um, dann ist die nächste Runde gleich schon fertig. Boah, ich muss mich erstmal ein bisschen auf den Bauch legen. Das war ja ganz schlimm gerade. Und, liebe Teilnehmer, die nächste Runde ist gerichtet. Leute, was meint ihr, was jetzt hier drunter ist? Keine Ahnung, ich bin echt nichts gespannt. Nichts Ekliges bekommen. Ich denke, diesmal schon. Los, 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 Kinder. Los, schaut drunter. Ja, wir haben alle Brötchen da drunter. Sind das etwa ganz normale Brötchen oder was ist das? Also für mich sehen die aus wie ganz normale Brötchen. Ich werde einfach mal reinbeißen. Die sind total scharf. Ich glaube, da ist Chili drin. Ach komm, das wird wohl nicht so schlimm sein, ein Brötchen. Ich werde auch mal reinbeißen. Ist das eklig, Mann. Ist das purer Pfeffer oder so? Oh, also wenn ich bei mir ein bisschen genau... Da ist doch irgendwas... Sind das Heuschrecken? Ja, ich muss durch. Einfach reinbeißen, Philipp. Einfach reinbeißen. Ich glaube, bei mir ist alles in Ordnung. Ja, super. Dann bekomme ich endlich diesen Geschmack von den faulen Eiern aus dem Mund. Ah, sehr schön, sehr schön. In dieser Runde haben alle etwas gegessen. Das heißt, jeder bekommt einen Punkt dazu. Das sind dann 2 Punkte für Ella. Jetzt ein Punkt für Adrian. 2 Punkte für Philipp und 2 Punkte für Julian. So, und ich habe schon in der Zwischenzeit wieder die nächste Runde für euch vorbereitet. Naja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was da wohl drunter ist. Hoffentlich was zu trinken. In meinem Mund ist immer noch alles total scharf. Das hast du schon richtig erraten, Ella. In dieser Runde gibt es Getränke. Einmal ein ekliger Sauerkrautsaft. Dann für Adrian in dieser Runde eine ganz normale Limonade. Philipp hat ein bisschen Wasser aus dem Teich, der hier neben uns ist. Und Julian, ist das etwa Blut? Was? Nein, nein, nein. Da ist doch niemals Blut drin. Das könnt ihr nicht machen. Naja, Wasser aus diesem Teich hier, ja, geht so, aber was ist denn das da drin? Na egal, geht noch. Oh, klasse, eine richtige Limonade, die kann ich jetzt gut gebrauchen. Wie dieser Saft schon riecht. Mann, ist das eklig. Oh, ganz im Ernst, den kriege ich nicht runter. Nein, ich trinke das nicht. Ella, du musst das trinken, sonst bekommst du keinen Punkt. Und Julian, was ist denn mit dir? Willst du das jetzt trinken oder nicht? Ich werde es einfach trinken, mal gucken, was es ist. War das eklig, ich habe was getrunken, aber ich glaube, Blut war das nicht, nein. Mutig, mutig. Die meisten von euch haben getrunken. Somit haben jetzt Ella und Adrian jeweils 2 Punkte und Philipp und Julian jeweils 3 Punkte. Also noch irgendwas Ekliges kriege ich heute wirklich nicht runter. Bitte nicht, das ist doch Folter. Julian, nur zur Info, also wir führen wir beide, ne? Also es sei denn, du trinkst jetzt nicht weiter, dann kann es natürlich ein bisschen schwierig werden, also wenn du nicht weitermachst. Und nun kommt die allerletzte Runde. Na, mal schauen. Ich glaube, das ist auch die heftigste Runde. Also die anderen hatten ja alle schon was Gutes. Vielleicht habe ich da jetzt endlich was Gutes drunter. Ist das ein Skorpion? Ich habe hier eine Spinne. Ja, ich auch. Haha, Glück gehabt und ich habe einen Donut. Boah, wie unfair ist das denn? Du hast einen Donut? Also ich werde die Spinne auf gar keinen Fall essen, Mann. Also lebt die überhaupt noch? Nee, der lebt nicht mehr. Aber ich glaube, in anderen Ländern ist das auch eine Delikatesse. Glaube ich. Oh, eigentlich will ich nichts mehr Ekliges essen oder trinken, aber ich will auch weiterkommen oder auch am besten gewinnen. Ich muss das durchziehen. Los jetzt! Oh, wir haben es schon gesagt, das war die allerletzte Runde und oh Mann, einige von euch sind so mutig. Da muss ich dir recht geben, Franzi. Also, ich hatte das alles nicht gegessen. Aber Julian und Philipp haben alles gegessen. Die haben beide 4 Punkte. Adrian leider nur 2 Punkte und Ella 3 Punkte. Tja, das tut mir leid, Adrian. Das heißt, du musst das Wildcamp verlassen. Oh, das ist ja total unfair. Man kann einen doch nicht zwingen, sowas zu essen. Und ihr drei seid dann in der nächsten Woche wieder mit dabei beim Wildcamp. Ella, Julian und Philipp. Und Sie, liebe Zuschauer, können natürlich wieder beim kleinen i abstimmen, welche Challenge Sie nächste Woche sehen wollen. Yeah, super, Julian. Oh yes, wir sind weiter. Oh, Philipp, also ich sollte dir noch was von Hannah ausrichten, aber was war das nochmal? Ich hab's vergessen.